Hallo Sascha. Hallo Richard. Der Bayerische Rundfunk, der Werkschutz vom Bayerischen Rundfunk konnte nicht mehr für meine Sicherheit garantieren. Sascha! Heute Vorratsdatenspeicherung, weil ihr es so wolltet. Vorratsdatenspeicherung, das klingt so gemütlich nach Speisekammer. Nur, dass der Staat statt eingelegter Gurken etwas ganz anderes für schwere Zeiten einlagern will. Wohlgemerkt, nicht der Staat speichert die Daten, sondern die sind wohl verwahrt, bleiben die bei den Telekommunikationsunternehmen. Und nur ich fühle mich schon viel besser, dass meine Daten ja nur bei der Telekom sicher aufbewahrt sind. Es hat dann nicht jeder das Vertrauen, dass die Daten wirklich so sicher sind bei den Telekommunikationsdienstleistern. Ich bin mir nicht sicher, ob Bundestagsabgeordnete, die für die Vorratsdatenspeicherung gestimmt haben, ob ihnen wirklich bewusst ist, dass auch von ihnen Bewegungsprofile angelegt werden. Und in dem Fall haben wir die Daten aus den iPhones ausgelesen. Kann man zum Beispiel automatisch sehen, welche Veranstaltungen stattfinden. Dann bleiben eben manche Daten tatsächlich ungeklärt. Ja, aber über welche Taten reden wir denn hier eigentlich? Diese hypothetische Frage kann man so nicht beantworten. Nein, das ist ja keine hypothetische, jetzt ist es ja real. Kann ich vielleicht diese Frage beantworten? Ohne diese Datenspeicherung wüssten wir heute noch nicht, wer die Bombe in Omar gelegt hat. Also es gibt in Deutschland und auch europaweit keine einzige Studie, die belegt, dass die Aufklärungsquote durch die Vorratsdatenspeicherung besser geworden ist. Und wir sehen, es sind jetzt 74%, die gegen die Vorratsdatenspeicherung sind. Nächste Woche exklusiv hier bei uns in der Rundshow. Wir besuchen Chuck Norris in Amerika. Und dann haben sie mir da noch so ein paar US-Telefonnummern dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Angeblich wichtige Connections zum Chuck. Aber entweder geht keiner hin oder es heißt kein Anschluss unter dieser Nummer. Dank auch recht schön.